Der EU-Kommissar Günther Oettinger hat in einem Interview zugegeben, dass er die Wahlen in Italien beeinflusst. Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Günther Oettinger sagte, ich zitiere, er will die neue Regierung in Italien belohnen. Er benutzte das Wort, Zitat, belohnen. Ja? Also, er stellt eine Unterstützung aus Brüssel in Aussicht. Das kommt noch oben, ja, also das kommt ja noch oben drauf zu Merkels Zitaten. Da gab es ja ein Telefonat und noch irgendwie so eine Szenerie in der Bar, wo man den eigentlich nicht versteht, was sie da gesagt hat und was es da genau ging. Aber Oettinger sagte im Interview mit dem SWR Folgendes auf die Frage, würde Brüssel die neue Regierung unterstützen? Da sagte Oettinger, genau jetzt, wörtlich, genau jetzt werden wir bereit sein, wenn sich die Töne ändern, und das tun sie ja, der neuen Regierung in Italien die Arbeit zu erleichtern und damit auch zu belohnen. Was anderes ist das als Wahlmanipulation? Hier wird der Geldhahn aufgedreht für eine genehme Regierung und der Geldhahn aus Brüssel durch deutsche Steuergelder wird zugedreht, wenn eine nicht genehme Regierung am Ruder ist. Und wie wir das alles schon vermutet haben, für Großbritannien zum Beispiel, so ist es mit diesen Verhandlungen, so ist es auch mit Italien. Ich werde den Link zum SWR hier unten platzieren in der Linkbeschreibung und auch meinen Telegram-Kanal t.me/wimforyou. Der Herr Georg, Hans-Georg Maaßen, er bezog sich auf Frau Merkel und ihre Aktivitäten bezüglich Italien. Da sagte er, Herr Maaßen sagte, ich würde mir ein Dementi wünschen. Sie hätte eine Erleichterung bei den Staatsschulden zugesagt. Ja, also wir müssen da nicht so weit gehen und hier noch irgendwas herausfinden, ob Merkel irgendein Telefonat geführt hat im Vorfeld des Regierungssturzes in Italien oder nicht, oder mit wem sie sich alles unterhalten hat. Das hat bereits Herr Oettinger jetzt im Interview verraten. Es gibt weitere Informationen zu Italien hier auf diesem Kanal. Vermutlich, wenn alles klappt, mit dem Regierungswechsel in Italien sind ja verschiedene Projekte gestoppt worden, die in der EU verhasst sind. Die Parallelwährung in Italien, dann, was mir vorher auch nicht so bekannt war, der Goldbesitz von der Italiens bei der EZB und die Zusammenarbeit in Sachen 5G mit Huawei bzw. mit China. Es gab, was hier nicht bekannt ist und diese Information war mir jetzt auch nicht so geläufig, es gab eine Demonstration am Montag mit, die Zahlen werden, mit 35.000 Demonstranten kurzfristig zusammengetrommelt, ja, 35.000 in Rom, wo Salvini auch war, und das waren ganz normale Bürger. Davon erfährt man kaum etwas in den Nachrichten. Und jetzt kommt's: soweit ich jetzt informiert bin, wird am 19. Oktober werden am 19. Oktober wie viele Menschen erwartet? 1 Million? Ich kann es kaum fassen, aber das ist der Plan. Und was sicher ist, die italienische Bevölkerung hat mehrheitlich etwas anderes gewählt, was sie jetzt als Regierung vorgesetzt bekommt. Das ist sicher. Und noch eine weitere Information zu Italien hier in aller Kürze. Der Bruch zwischen der
Lega Nord und der Fünf-Sterne-Partei, der kam mit der EU-Kommissionspräsidentenwahl von von der Leyen. Da ist die Fünf-Sterne-Bewegung ausgebrochen, quasi aus der Koalition in Italien, und hat von der Leyen gewählt. Und das wollte Lega Nord mit Salvini, wollte das natürlich nicht in Sachen Migration und so weiter. Das wird jetzt alles zurückgedreht. Erst einmal soweit. Danke für die Aufmerksamkeit.